Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Hevi. Ich möchte euch heute mein neues Kochfeld präsentieren, und zwar das Neff TT5486N2. Das ist ein Induktionskochfeld. Bevor ich mein altes Kochfeld abgebaut habe, habe ich ein kleines Video gedreht. Ich habe 1 Liter Wasser aufgekocht und einfach die Zeit genommen, um zu schauen, wie lange es seitdem braucht. Dasselbe habe ich mit dem neuen Kochfeld wiederholt und das Resultat, ja, schon erstaunlich, aber das sehen wir gleich. Ebenfalls möchte ich euch ein paar Funktionen des Kochfelds präsentieren, was es kann, was es hat, wie man zum Beispiel auch in die Grundeinstellungen kommt. Auch sehr interessant, gerade bei dem Videodreh ist ein Fehler aufgetreten. Ich habe natürlich sofort beim Kundendienst angerufen, aber die hatten davon auch keine Ahnung. Die kennen diesen Fehler nicht, ein Doppel-E. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Das ist alles auf Video dokumentiert. Dann können wir auch schon loslegen. Als erstes lass uns mal mit dem Test starten. Wir vergleichen eine alte Herdplatte, so circa 10 Jahre alt, 15 Jahre alt, mit der neuen Induktionsherdplatte. Der Testaufbau ist wirklich simpel. Derselbe Topf wird auf beiden Kochfeldern getestet, mit 1 Liter kaltem Wasser aufgekocht und das auf voller Leistung. Die Leistungsaufnahme der beiden Kochfelder ist gleich. Wir messen die Zeit, wie lange jedes Kochfeld braucht, um 1 Liter Wasser aufzukochen. Und die Differenz davon ist einfach nur Energieverschwendung. Und das zeigt schon mal die Effizienz. Und da das jetzt ein bisschen länger dauert, werde ich das jetzt um das 16-fache beschleunigen. Einmal die Vorspultaste bitte. Falls ihr euch wundert, dass hier nichts passiert, es ist schon die 16-fache Beschleunigung. Ja, das Kochfeld ist halt eben, ja, sehr schnell. Für alle Leute, die jetzt meinen, ja, warum kochst du das Wasser nicht im Wasserkocher auf? Weil ich es erstmal A nicht will und zum Zweiten, das ist hier einfach nur ein Vergleich zwischen alter und neuer Herdplatte. Dieser Test soll einfach nur aufzeigen, wie viel Energie man verschwendet. Einfach durch Zeit. Die Zeit ist nur Energie und ja, je länger man halt eben kocht, desto mehr Energie verbraucht man. Es soll auch ebenfalls aufzeigen, ob man sich eine neue Herdplatte zulegen sollte. Wenn die Differenz doch relativ gering ist, zwischen 1 und 2 Minuten, Gottes Willen, da würde ich gar nichts kaufen. Beenden wir die 16-fache Beschleunigung. Das Wasser fängt an zu kochen. Es sind genau 14 Minuten vergangen. Wir notieren, dass das alte Kochfeld 14 Minuten lang braucht, um 1 Liter Wasser aufzukochen, bei voller Leistung. Da ich kein Energieverschwender bin, benutze ich auch gleich das heiße Wasser. Ich koche mir ein schönes Ei, aber schaut euch mal das dicke Ei an. Das ist ein XXXL-Ei. Das war unsere Lotta. Nicht nur die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, auch die dümmsten Hühner haben die dicksten Eier. Unsere Hühner sind zeitgemäß, alles in XXL und Jumbo. Kommen wir zum Vergleich. Dasselbe Spiel nochmal, derselbe Topf, 1 Liter Wasser auf dem neuen Kochfeld. Wir geben volle Leistung und was tut es? Es ist laut und dröhnt und es summt. Ja, das ist jetzt aber kein Produktionsfehler von Neff, das ist einfach Induktion. Auf volle Pulle, dann passiert sowas. Und das Geräusch, ja, das variiert auch je nachdem, was für ein Kochgeschirr ihr halt eben benutzt. So laut wie das jetzt hier im Video ist, ist es nicht. Die Kamera stand schon sehr nah dran und sie nimmt wirklich alle Feinheiten auf. Zum Beispiel immer, wenn ich koche und mein Magen knurrt, das hört man alles, wirklich. Jeden kleinen Fieps, jeden... Das ist schon... Ja, die Kamera ist da halt eben sehr empfindlich. Lass uns mal wieder beschleunigen, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Was man ebenfalls schön beobachten kann, der Topf bewegt sich. Einfach durch die magnetische Strahlung, durch die magnetischen Wellen, was auch immer da ist. Ja, ihr könnt den Topf schön wandern sehen. So, und die Zeit ist rum, das Wasser kocht. Die Induktionsherdplatte hat nur 4 Minuten gebraucht. Der Unterschied, 10 Minuten. 10 Minuten reiner Energieverbrauch. Für mich hat sich der Kauf des Kochfeldes auf jeden Fall sehr gelohnt. 10 Minuten Differenz und das bei voller Leistung. Das ist schon sehr gewaltiger Stromverbrauch. Das ist verbrauchtes Geld, was man den Energiekonzernen wirklich in die Hände schmeißt. Und die freuen sich. An alle Zuschauer, die noch ein altes Kochfeld zu Hause haben, so wie ich es halt eben gehabt habe, probiert es mal aus. Wenn euer Kochfeld wirklich mehr als 6 Minuten, 7 Minuten braucht, dann ist es für euch ebenfalls lohnenswert, sich was Neues anzuschaffen. Es muss ja keine Induktion sein. Ceran geht ja auch. Da gibt es auf jeden Fall Ausnahmen. Wenn ihr nur einmal in der Woche kocht, dann lohnt sich das auch nicht. Ich koche jeden Tag frisch, auch ne, Videoproduktion. Ich esse nur frische Küche. Convenience-Produkte meide ich wirklich fast komplett. Ich versuche es. Geht nicht immer, wenn man zum Beispiel auch mal Bock auf eine Pizza hat oder so. Und jedes Mal eine Pizza frisch zu backen. Naja, nee, nicht wirklich. So, aber einen habe ich noch. Wir wollen mehr Power. Wir leiten mal die ganze Energie auf ein Kochfeld. Mal gucken, was das passiert. Ist ein furchteinflößendes Geräusch. Da hört ihr es. Das Kochfeld macht mir Angst.
Lass uns mal den Topf in Wallung bringen und schön wandern lassen. Ich beschleunige mal. Noch ist nichts zu sehen, aber gleich geht's los. Da kann man schon sehen, wie der Topf sich hin und her bewegt. Ja, allein durch die magnetische Wellen. Oder Strahlung, was auch immer. Das war jetzt mal richtig zügig, nur 3 Minuten. Was macht ein Induktionsfeld so besonders im Gegensatz zu einem Cerankochfeld? Ganz ehrlich, mit Induktion zu kochen ist nichts Besonderes. Man muss sich auch nicht großartig umstellen. Es ist ganz ähnlich vergleichbar mit einem Gasherd. Energie an, Wasser kocht. Energie aus, Hitze sofort weg. Genau wie beim Gas. Es ist sehr interessant für Familien mit Kindern. Es ist weitaus sicherer. Man verbrennt sich da nichts fort. Es wird schon heiß. Es nimmt aber die Hitze, zum Beispiel das kochende Wasser, 100 Grad. Das geht natürlich auch sofort an das Glas weiter. Was beim Cerankochfeld sofortige Verbrennung mit sich zieht. Versucht es bitte nicht aus, aber die Hand mal da drauf zu legen, ihr bleibt daran kleben. Das ist, glaube ich, nicht mehr so lustig. Beim Gaskochfeld, darüber braucht man erst gar nicht zu sprechen. Es ist nicht wirklich kindersicher, es ist offenes Feuer, da kann immer schnell was passieren. Einen Nachteil hat es schon, man braucht nämlich passendes Kochgeschirr. Das Kochgeschirr muss einen schönen Eisenkern haben. Ganz ehrlich, es wird alles überdramatisiert. Dieser Topf kostet 10 Euro und die größere kostet vielleicht 15 Euro. Und die Hitzeverteilung ist perfekt, wie ihr es auch im Video gesehen habt. Ich habe mir eine teure große Pfanne geholt, die wohl angeblich auch ganz speziell für Induktion ausgelegt ist, am Arsch. Das ist aber der letzte Schrott, die Hitzeverteilung ist wirklich der letzte Rest. Aber das werde ich auch mal sehen, das werde ich euch einmal demonstrieren. Da werde ich aber schon stinkig, weißt du, 60, 70, 80 Euro und dann so eine Scheiße, ehrlich, muss nicht sein. Okay, kommen wir zum Funktionen vom NEF. Ganz links ist der An- und Ausschalter, ganz normal. Die zweite Taste ist ein großes L. Ja, das ist die Warmhaltefunktion. Wenn man sie halt eben drückt und ja, kann man an- und ausschalten. Die nächste Taste ein großes P. Das ist die Power Boost Funktion für mehr Power. Die letzte Taste auf der linken Seite ist eine Kopplungstaste. Ja, das ist halt eben so für die rechte Breta-Zone, dass man wirklich dann beide Kochfelder rechts zusammenschließt. Man wählt das Kochfeld aus und aktiviert die Kopplung. Wenn man die Kopplung aufheben möchte, wählt man wieder die Felder aus und drückt innerhalb von 2 Sekunden zweimal auf die rechte Taste, also auf die Kopplungstaste. Oder ihr macht es so wie ich, Bedienungsfehler. Oder einfach gesagt, ein Idiot an der Kochplatte. Dieser Fehler ist ein ganz normaler Bedienungsfehler. Die E's blinken, das steht auch so im Handbuch drin. Ich habe es geschafft, einen Fehler zu produzieren, den es so noch gar nicht gibt. Ah, der steht nicht im Handbuch und die Servicetechniker von NEF, die wussten auch nichts davon. Um in die Grundeinstellung zu kommen, muss man 3 Sekunden lang auf die Uhrzeigertaste drücken. Und da ist es schon passiert, ein Doppel-E-Fehler und der Herd hat sich ausgeschaltet. Ja, schön. Ich habe mal eben einen Videoschnitt gemacht, um das mal wirklich deutlich zu sehen. Ein Doppel-E-Fehler. Und das ist auch gerade wirklich beim Videodreh passiert, wo ich halt eben die Herdplatte hier schön vorstellen wollte. Okay, natürlich habe ich sofort beim NEF-Service angerufen und da war ich erstmal erstaunt. Nach ganz kurzer Zeit ist sofort ein Mitarbeiter dran gegangen. Wirklich, erste Klasse. Sowas kenne ich noch gar nicht vom Service-Dienstleistern. Wirklich, normalerweise, wenn man anruft, ja, man legt sich erstmal schön entspannt hin und wartet 10, 20 Minuten. Dann allerdings wurde ich ein bisschen enttäuscht. Da kam die Aussage, nö, diesen Fehler kennen wir nicht. Und wenn wir den nicht kennen, dann ist es nicht servicerelevant. Aha, okay, schön. Explodiert meine Herdplatte demnächst oder gibt sie komplett den Geist auf? Natürlich war ich mit dieser Antwort nicht zufrieden und habe mich selber auf die Fehlersuche begeben. Und nach kurzer Zeit habe ich diesen Fehler auch genauso reproduziert. Es ist sehr simpel, diesen Fehler nachzustellen. Wenn man in die Grundfunktion will, muss der Herd ausgeschaltet sein, man macht den Herd an und drückt 3 Sekunden lang auf die Taste. Will man doch den Fehler reproduzieren, macht man die Herdplatte an, wählt ein Kochfeld aus oder spielt ein bisschen rum und drückt dann die Taste. Dann ist es soweit. Doppel-E-Fehler. Es ist ja wirklich nur ein simpler Bedienungsfehler. Aber warum weiß das Service-Team von NEF das nicht? Oder ist es meine Herdplatte, die eine Macke hat? Darum eine kleine Bitte an alle Induktionskochfeldbesitzer von NEF, dieses oder ein ähnliches. Könntet ihr diesen Bedienungsfehler reproduzieren und das mit in die Kommentare schreiben? Das würde mich wirklich sehr interessieren, ob ich der Einzige bin. Aber ich übernehme keine Garantie für eure Taten. Wenn euer Kochfeld in die Luft fliegt, bin ich unschuldig. Und so kommt man richtig in die Grundeinstellung herein. Kochfeld einschalten und 3 Sekunden lang gedrückt halten. In den Grundeinstellungen C1 könnt ihr die automatische Kindersicherung ein- und ausschalten. C2, ihr könnt die Signaltöne ein- und ausschalten. C5 ist die automatische Programmierung der Garzeit. C6 ist die Dauer des Signaltons der Zeitprogrammfunktion. Das ist die Länge des Signaltons, wenn ihr mit Timer kocht. C7 steht für Funktion Power Management. Zum Beispiel auf Stufe 1 heißt es dann, ja, jede Herdplatte haut 1000 Watt raus. Und Stufe 9 natürlich dann die höchste Leistung. Mit C8 stellt ihr ein, ob ihr mit dem Drehrad arbeiten wollt oder ohne. C0 bedeutet zu den Grundeinstellungen zurückkehren oder persönliche Einstellungen. Das Kochfeld hat eine automatische Topferkennung. Schalten wir dazu die untere rechte Platte an. Wie man sehen kann, es fängt an zu blinken. Das heißt, er erkennt keinen Topf. Und solange kein Topf draufsteht, gibt es auch keine Energiezufuhr. Das ist schon mal schön. Wenn da ein Topf draufsteht, leuchtet es durchgehend und man hat sofort die Energiezufuhr. Man hört es auch richtig.
Selbst nach dieser kurzen Zeit wird der Topf schon richtig warm. Es wird unangenehm warm. Also man verbrennt sich nicht, aber es ist schon heiß und man will dann nicht wirklich drauf fassen. Hier war ich auch nicht energieverschwenderisch. Als das Wasser heiß war, habe ich mir einfach ein Ei gekocht, weil ich Hunger hatte. Und mein Fazit zu diesem Induktionskochfeld? Also mir gefällt es. Mir gefällt es wirklich sehr gut und für mich passt es auch. Ich koche jeden Tag und es wurde auch Zeit. Also bei mir hat sich das wirklich gelohnt, diese Anschaffung. Die Töpfe waren billig. Kann man doch machen. Für Familien mit Kindern, da lohnt sich das auf jeden Fall schon allein wegen der Sicherheit. Für Alleinstehende, die vielleicht einmal in der Woche kochen, nein, das braucht man nicht. Dann ist es eher so ein Statussymbol. Ja, ich habe ein Induktionskochfeld. Und kochst du auch? Nein, das kann ich nicht. Ich will mich auch langsam verabschieden. Ich bedanke mich vielmals für eure Geduld und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick für euch für dieses Produkt geben. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Euer Hevi. Und schaut mal, das Ei ist perfekt geworden.